Warte mal, wenn ich jetzt dem Weg hier folge. Okay, ich bleib mal auf der Hauptstraße, solange ich noch nichts habe, um die Karte weit aufzudecken. Obwohl, hier gibt's auch einiges zu entdecken. Das da sieht zum Beispiel aus, als ob da ein Dungeon kommt. Ja, nein. Oh, damn, Son. Ich sehe sehr viel Fallschaden auf mich zukommen. Darunter zu klatschen. Das war nicht mein Magen, oder? Nee. Was ist denn das für ein Vieh? Ist aber was, was ich mitnehmen könnte. Schläft das Vieh? Ich weiß jetzt schon, dass ich's beruhige. Oh shit! Oh shit! Oh shit! Die machen dem so gut wie gar kein Damage, gell? Kommst du gleich zu mir? Die Wölfe haben auch selbst Schuld, dass sie den angegriffen haben. Ich habe gerade eine Idee. Ah, Mist. Ich habe kein Mana. Warte mal. Du bemerkst mich doch nicht, oder? Ich wollte mich eigentlich an dem vorbeischleichen. Warum haben die den aufgeweckt? Bleib mal ein bisschen auf Distanz. Komm doch nicht zu mir! Scheiße! Ich hau lieber ab. Obwohl ich beobachte erstmal, noch hat er mich nicht bemerkt, gell? Warte mal, wenn der gerade mit diesen Wölfen eigentlich beschäftigt ist. Okay, jetzt oder nie? Das ist mein Opening. Hau ab! Ich wollte nur den Schatz. Was ist denn das hier? Okay. Ich bin reingekommen, aber ich komme nicht mehr raus, gell? Geh weg! Ja! Oh Scheiße! Blutschaden! Ja, geh weg, 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 geh weg! Fuck! What? What? Der ist immer noch hinter mir. Alter! Was ein aggressiver Bär! Wo lande ich denn, wenn ich jetzt da drauf gehe? Noch mehr Wölfe? Ne, was sind das für Viecher? Kurz was trinken. Doch, Wölfe, gell? Okay, die sind aber billig. Mittlerweile keine Challenge. Hörst du mal auf, mein Pferd anzugreifen? Mittlerweile keine Challenge mehr. Im Gegensatz zum Anfang. Diese Vollpfosten haben hier diesen Bär da unten aufgeschreckt, ja? Ich verstehe. Na?
Na? Komm, bring it. Oh, der hält schon mehr aus. Ja, ist ja gut. Bestimmt Mama Wolf oder so. Komm her. Nice. Ich bin echt gespannt, wo ich da rauskomme. Oder ob ich es irgendwann eine bereue. Hier ist noch nichts. Ah, ein Dungeon. Sehr schön. Ist dann die Frage, ob ich für den gut genug Level bin. Aber das ist ja, was man sich immer fragen muss. Ne? Okay. Dann schauen wir mal. Wenn ich Minensteine kriege, wäre auch gut. Ah, ein Ort der Gnade. Geldtunnel. So, wie viel haben wir denn schon? Reicht noch nicht ganz für einen Aufstieg. Ah, doch, obwohl vielleicht schon. Moment. Vielleicht jetzt? Ja, nice. Aber ich will Geschick verbessern. Ich glaube, könnte ich auch noch verbessern. Warte mal, oder? 100 Smaller draußen. Ja, wir machen Geschick. Nächstes Mal, glaube ich. Wieso hört sich das immer so bedrohlich an hier? Nicht von dieser Seite zu öffnen. Oh, schade. Ich hatte mich jetzt eigentlich auf einen Dungeon eingestellt. Aber immerhin ein Schmiedestein. Und, halt doch mal das Maul. Komm ich da durch? Ah, nee, doch nicht. Ich muss schon sagen, das ist echt eigentlich voller Luxus. Dass ich in diesem Spiel mich nicht darum kümmern muss, dass meine Items irgendwann verfallen. Und jetzt mal! Müssten jetzt eigentlich nicht die Wölfe respawned sein? Theoretisch schon, gell? Weil ich ja nur auf der Gnade war. Egal, wir gucken mal erstmal weiter oben. Wuhu! Oh! Diese Welt ist so riesig, ey. Heute geht es zum Glück mal ein bisschen ruhiger zu, aber das muss nichts heißen. Das kann sich auch schnell wieder ändern, ne? Die Frage ist, reite ich jetzt runter oder hoch? Na, wir gucken uns mal die Ruinen an. Oh, kleines Vieh wieder. Ah, bin zu langsam. Eigentlich müsste ich die platt machen, damit ich wieder Pfeil und Bogen, also Bögen, ne Quatsch, Pfeile herstellen kann. Bögen habe ich hier. Totenwasserdorf. Nieder mit den Ninja Turtles hier. Was ist denn das für eine? Das sieht aus wie ein Boss. Bist du ein Boss? Oh, die Musik ändert sich. Das ist ein Boss. Was ist denn jetzt los? Wo ist denn der hin? Oh, da hinten. Darf ich doch mein Pferd? Ja, nice. Oh, shit. Oh, nein. Noch einer, der hier eintrinkt? Nee. Was?
Was geht? Beschwörst du die? Was fällt dir ein? Okay, die machen aber nicht viel Damage. Oh, aber er... Oh, 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 shit! Oh, shit! Oh, shit! Wo sind meine Wölfe? Oh nein, das sind auch noch ausgerechnet wieder Skelette, die dann sowieso... Oh, you fucker. Die dann sowieso die ganze Zeit wieder zurückkommen. Hör auf! Wo sind denn meine Wölfe? Ah, hier. Genau, mach Friendly Fire. Gefällt mir. Oh. Hide and Seek. Scheiße, die stehen alle wieder auf. Wo ist er hin? Wo ist er hin? Wo ist er hin? Willst du mal nerven? Da ist noch so einer. Hey, die Scheiße ist, dass er diese Skelette beschwören kann, ne? Wo ist er hin? Ah, die Musik ist schon episch. Ah, da. Alles so blutrünstig hier. Also der Typ ist eigentlich gar nicht mal so das Problem, sondern eigentlich nur seine Leutsches. Oh, was macht er jetzt? Okay. Also das heißt, sollte ich mich erstmal auf den fokussieren. Ich finde es aber schon nice animiert eigentlich, dass das ein Geist ist, der einfach hier in so einem Gewässer... Ja! Kannst du dich mal heilen? In so einem Gewässer fährt? Ah, schon wieder Teleport. Also, ich lasse die Soldaten von ihm links liegen, sondern kümmere mich nur um ihn. Aber wo ist er hin? Wo ist er hin? Dieser Fackel. Das Problem ist halt echt, diese ganzen Fußsoldaten, die der heraufbeschwört, gell? Hör auf! Übertreib. Guck mal, wie der übertreibt hier. Also ein Friendly Fire ist schon blöd von ihm. Oh, oh, weg, weg, weg. Jetzt kommt wieder so eine Seelenexplosion oder was das war. Ah, die Gegner, also Untote können die echt gut animieren hier bei From Software. Geh alle weg hier. Ich hab's jetzt kapiert, der teleportiert sich immer zwischen diesen beiden Punkten hin und her und dann beschwört er sich neue Untote Krieger. Aber ich glaube, man muss ihn einfach... Also, so wie ich From Software kenne, und das ist ja auch bei anderen Soulsborne-Bossen so gewesen, die Gegner beschwören. Wenn man ihn platt macht, müssten die anderen eigentlich dich verziehen. Alter! Voll die Breitseite. Aber den dürfte ich schaffen. Ich muss eigentlich in unserem toten Winkel bleiben. Was aber leichter gesagt ist als getan manchmal. Verpiss dich. Oh, 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 oh. Wieder. Na komm. Hör auf. Ich wollte eben schon die ganze Zeit fragen, warum mache ich kein Bleed Damage, aber dann ist mir eingefallen, ja toll, wie soll das bei Geistern gehen, ne? Ah komm, den haben wir gleich. Nein, nein, oh, oh! Guck mal, so wenig Energie hat er noch. Das wäre halt jetzt echt scheiße, wenn ich drauf gehe. Bäm! Geht doch. Gegner zu Fall gebracht. Nice. Danke für die ganzen Runen. Todeswurzeln. Asche des... Oh! Oh! Das will ich mir anschauen. Hoho! Cool. Rufe die Geister von zwei Skelettmilizen herbei. Das ist ja nice. Und jetzt können wir noch ein bisschen hier erforschen. Ah, haben sich alle aufgelöst. Wahrscheinlich waren die schon vorher hier.
Ey, das wär's jetzt, wenn ich von solchen popligen Viechern einfach umgebracht werde, nachdem ich den Boss hier gelegt habe, gell? Komm her. Komm, wir machen Mano a Mano. Ey! Obwohl ich eine Frau bin. Scheiße, wenn ich jetzt wegen dir draufgehe, ne? So, der Typ steht wieder auf. Bleib liegen. Bei dem war ich nicht so langsam. Ich hab's jetzt kapiert. Man muss die Skelette ausschalten, während sie sich regenerieren wollen. Warum sind meine Flakons nicht aufgefüllt? Kommt jetzt noch ein Gegner? Das wäre übelst scheiße. Ich höre schon wieder in der Entfernung irgendwo was grummeln. Wegen einem lächerlichen Pilz, dein Ernst, bin ich hier hoch. Na gut, ganz ehrlich, war der Rest ja nicht. Ich habe ja ordentlich Huhn hier gefarmt eben. Also, was heißt gefarmt? Komm. Es ist einfach ein überwässerter Friedhof, ja? Sehe ich das richtig? Oh, Schmiedestein, aber ist immer gut. Das? Okay, hier gibt es scheinbar nichts mehr zu holen. Obwohl, da steht noch eine. Ist das eine Statue? Oder willst du mich angreifen? Ah, a tarnished are you? Ich hab gedacht, das wäre eine Statue. I hunt down those who live in death and weed their death root. How would you like to earn the strength of beasts? If you're inclined to hunt more of those who live in death and weed their death root, then I'll introduce you to Garank, the beast clergyman. I have a matter of my own to attend to, and the beast himself wishes for someone to take my place. Ja, sag mal, Frosch. Show me your map. I've marked the location for you of a hidden gateway. Mm-hmm. It will lead you to Garank, the beast clergyman. Eine rote Markierung wird auf der Karte platziert. Nice. I have a matter of my own to attend to. I spotted the mark of this centipede here in the village. An ill-omened symbol that should not be. Someone or something threatens the sanctity of the Golden Order and must be eradicated. Okay, wiederholte das jetzt nochmal? Still milling about. The map indicates where the gateway will lead you to Garank. What is it? The Bestienkleriker klingt schon nicht so einladend, gell? Ja, der sah, ohne Mist, der sah echt aus wie so ein... Das ist ein Portal. Ich würde gerne mal diese Karte aufdecken, ne? Dass sie so farbig hervorgehoben ist wie die hier. Was machen wir? Wir reisen mal trotzdem dahin. Ich will was testen. Ich habe jetzt so viele Seelen, ich habe jetzt Schiss, dass ich die sonst verliere, gell? Ach, Runen. Ich sag immer Seelen. Fast genug eigentlich wieder für den nächsten Aufstieg. Warte mal.